Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin auf dem Weg zum Friseur und muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was ich heute machen lasse. Ich tendiere zu lang lassen und sehr, sehr hell oder sehr, sehr kurz und dunkel. Mal schauen. Kennt ihr das, wenn ihr gar nicht wisst, wo ihr geparkt habt, beziehungsweise wenn ihr das vergessen habt und einfach weiterlauft und dann merkt, oh, mein Auto ist ja weiter hinten, oder beziehungsweise ich bin schon dran vorbeigelaufen. Ja, so verplant ist mein Tag heute. Ja, ich bin echt mega gespannt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin da ganz, ganz schlimm mit meinen Haaren. Heute so, morgen so. Und jetzt schaue ich mal, was die liebe Julie mir empfiehlt. So, ich habe zum Glück einen Parkplatz gefunden. Das ist hier immer ganz, ganz schwer. Und boah, wisst ihr, wie blöd die Leute mich angucken? An diese Blicke muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen. Ja, wenn du einfach wie so ein Bekloppter in dein Handy sprichst, wenn du unterwegs bist. Aber naja, da muss ich durch. Ich hoffe, die Julie kann mich jetzt echt... was heißt, ich hoffe, ich weiß, dass sie mich gut berät, aber dass ich dann auch wirklich fest hinter der Entscheidung stehe, weil mein größtes Problem ist dann immer, ich entscheide mich für etwas, was meine Haare angeht, und dann so nach einer Woche gefällt es mir wieder nicht und ich will was anderes, und deshalb habe ich echt meine ganze Haarstruktur auch total ruiniert die letzten Jahre. Ja, aber heute kriegen wir was Schönes hin, das weiß ich. Ich zeige euch auch gleich den Laden. So. Direkt an der Donau. Ah, da kommt sie. Was für ein Timing. Da ist meine Gute. Hallo. Geht's dir gut? Ja. Hallo. Ganz arg. Hereinspaziert. Und ich dachte jetzt echt, ich habe so dünne Haare bekommen, aber krass. Mega zufrieden. Es ist sehr, sehr hell geworden und auch sehr, sehr kurz. Mir fehlt immer hier irgendwas. Aber ich bin sehr, sehr happy. Ich bin selten happy nach einem Friseur, weil es irgendwie nie so wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt ist es aber so, ich kann euch
die Julie und allgemein den Friseursalon so ans Herz legen. Also wirklich ganz, ganz große Empfehlung für alle, die in Ulm und Umgebung wohnen. Ihr müsst da vorbeigehen. Das sind Leute vom Fach, sehr, sehr kreativ. Und was ich so toll fand, ist, die sagen einfach ganz klar, was geht und was nicht geht. Und das ist das, was ich manchmal bemängel bei Friseuren und oder Friseurinnen, dass sie sagen, ja, ja, das klappt und das machen wir so, wie du dir das vorstellst. Und dann bist du halt danach einfach total enttäuscht. Und das war heute halt nicht der Fall. Sie hat mir gesagt, was geht und was nicht geht. Und so ist es dann auch am Schluss rausgekommen. Und deshalb bin ich happy und sie natürlich auch. Also eine ganz dicke Empfehlung. Und ja, ich hoffe, mein erstes kurzes kleines Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr einfach in Zukunft alle anderen Videos nicht verpasst. Ich werde euch einfach mitnehmen zu verschiedenen Sachen. Ich werde natürlich ganz, ganz, ganz tollen Content auch liefern, was den Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Coaching angeht. Da werde ich euch auch mit einbeziehen, dass ihr mir auch ein bisschen helft. Ja, mit den Themen, die euch interessieren, dass ich immer wieder so Abstimmungen mache. Und ja, einfach mal so, ich nehme euch mit in Rolas Leben und ich freue mich auf euch. Lasst ein Like da, einen Kommentar, alles, was man so machen kann, diese Glocke aktivieren und. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.